Jo, was geht ab? Und als allererstes, was ist los bei euch? Was schickt ihr mir für DMs? Hört auf, mein Instagram zu besiedeln. Bitte lasst mich in meiner Freizeit in Ruhe. Hi, Bernhard. Mein Stuhl ist in der Toilette stecken geblieben. Kannst du ihn holen? Wen? Ey, Bro, bitte. Wen du ihn rausholst, darfst du das machen. Danke. Ihr könnt gerade mein Gesicht nicht sehen, aber ich sitze gerade so hier. Bitte hört auf damit. Komm ich ins Video. Aber mit was jetzt? Mit was willst du ins Video kommen? Was ist dein Mehrwert? Was? Naja, wie auch immer, back on track und wir fokussieren uns auf die wichtigen Dinge. TikToks und Instagram Reels. Ach du heilige Scheiße! Ich muss aus gewissen Gründen das Video hier stoppen. Holy Scheiße, hat es die geflippt. Reingeschissen, wirklich reingeschissen. Genauso reingeschissen wie dieser alte Opa hier. Bro. It was at this moment that he knew. He fucked up. Aber sag mal, hast du die Absperrung nicht gesehen oder so? Also... Don't go that way. Alles gefickt. Er hat einfach tagelange Arbeit zerstört. Komplett zerstört. Dem Erdboden gleichgemacht, okay? Aber Bruder, bitte. Du bist alt, okay? Aber kauf dir doch eine Brille. Wie kannst du denn nicht checken, dass wenn da eine Absperrung ist, man besser nicht durchlaufen sollte? Der Arme weiß gerade ganz genau, dass er morgen alles wieder neu machen darf und keine extra Bezahlung dafür bekommt. I love my new fridge. Very excited about my new fridge. Look. Wait. Why won't the ice stop? Funktioniert ja super. Die 2000 Euro haben sich gelohnt für das Teil. Bruder, wo will dieser Wasserstrahl hin? Und einfach kein Eiswürfel hat es ins Glas geschafft. Der Kühlschrank wurde wahrscheinlich von TÜV Türk abgesegnet, oder? Ist das scheiße, Alter. Nice love. Zeig mal her. So schlimm kann die ja gar nicht sein. Well, is an attractive but unintelligent or frivolous young woman. Geil. Stellt euch mal vor, das ist eure Freundin und ihr erzählt aus Versehen einen Witz. Frivolous young woman. Ich würde einfach die ganze Zeit nichts sagen, damit sie gar keine Chance hat, über irgendetwas zu lachen. Der King präsentiert Whisky Barbecue Soße. Saftiges deutsches Rindfleisch. Was ist das für eine random Scheiße, Alter? Ey, wirklich. Genauso wie der hier. Das macht echt alles gar keinen Sinn mehr. Es wird wirklich mal an der Zeit für etwas Informatives hier in den Videos. Habt ihr schon mal einen Apfel ganz nah unter einem Mikroskop gesehen? Das ist wirklich Bildung. Ihr habt doch jetzt nicht wirklich gedacht, dass jetzt etwas Ernstes kommt, oder? Dachtet ihr wirklich, ihr könnt euch hier weiterbilden? Nein, nein. Falsch gedacht. Ich weiß auch nicht, aber irgendwie ist dieses Video heute echt random. Diese Clips und einfach alles, das macht keinen Sinn. Der Bre fährt um 7.10 Uhr los und ist trotzdem um 7 Uhr an der Arbeit. Yo! Er macht einfach Wheelie mit diesen Scootern. Bruder, wie geisteskrank schnell war der unterwegs? Ey, an alle Leute, die auch Schwierigkeiten haben, sich ihr Alter zu merken. Wer auch immer sich das nicht merken kann, also... Was ist los mit dir? Was merkst du denn überhaupt, wenn ich dein eigenes Alter? Naja, egal. Alles, was ihr tun müsst, ist es, euch eine Eselsbrücke zu bilden. Schaut mal, zum Beispiel beim Drachenlord. Er hat sich die perfekte Eselsbrücke gebaut, um sich sein Alter zu merken. Das bedeutet, ich bin 90, also 1990, ein Jahr alt gewesen. Nimmt man also jetzt von 1990 die letzte Zahl, bin ich ein Jahr älter als das Jahr. Sprich, 90 ist eine 0, mein Alter ist eine 1. Sprich, ich bin ein Jahr älter als das Jahr. Seit 2000 nehme ich die letzten zwei Zahlen, 2011
wurde ich 12. Was? Was? Also, wenn du 1990 ein Jahr alt warst, wie kannst du dann 21 Jahre später 12 werden? Bro! 2011 wurde ich 12. 2015 26. Ach Gott. Also 2011 warst du 12. Und 4 Jahre später, in 2015, warst du auf einmal 26? 26. Das ist eine sehr einfache Rechnung, die für mich logisch ist und für mich Sinn ergibt. Ja, sieht für mich auch sehr logisch aus. Und wie alt bist du dann heute, in 2023? Laut deiner Rechnung ja 24, oder? Also ich, wenn einen Stein sehe, ich sehe keine Waffe. Wenn ich einen Stein sehe, sehe ich einen Stein. Ich sehe, was ich mit dem Stein machen kann. Ich kann mit dem Stein ein Haus bauen oder eine Mauer ziehen. Ich kann mit dem Stein einen Grill bauen und Essen herstellen. Oder ein Lagerfeuer. Sowas sehe ich in einem Stein. Ich sehe in einem Stein keine Waffe. Ach so, ja. Jetzt, wo du es sagst, ergibt Sinn. What is she wearing today? I have my skin shoes on today. Oh, yeah, you do. Oh, my God, in person. What are those? Geile Treter hast du da an. Die Fußfetischisten freuen sich riesig, wenn sie dir begegnen. Stellt euch mal vor, sie kommt so zum Date. Ihr seid im Restaurant, ganz romantisch. Und du merkst plötzlich was an deinen Beinen kitzeln. Guckst unter den Tisch und diese Alien-Dinger sind da am Baumeln. Bruder, ich würde rausrennen. Das ist mir echt so abgefuckt. Apropos unter den Tisch schauen. Mach ein Loch! War das da gerade wirklich Trimax? Moderator Trimax hier. Und die Kommentare hier drunter sind ja wirklich erste Sahne. Wie heißt das Video mit der Frau? Frage für ein Schulprojekt vom Kumpel. Natürlich fragst du für das Schulprojekt von deinem Kumpel. Von wo ist das Originalvideo? Frag für mich. Der nächste Notgeile, aber immerhin ist er ehrlich. Bruder, was ist mit Mr. Beast passiert? Stell dich mal vor. Hallo, ich bin Lisa. Ich bin 16 und komme aus Hannover. Muss dein Freund einen Führerschein haben? Ja. Ja? Wie ja? Du bist doch selber noch 16. Mit 16 fährt man doch maximal sowas. Also wenn er keinen hat, das No-Go. Ja, schon ziemlich. Echt? Ja. Oder was macht der Kleine jetzt da? Krass. Also, wenn er keinen Führerschein hat, ist No-Go. Ja. Was für No-Go? Was? Okay, krass. Also, er kann dich nicht kennenlernen, wenn er keinen Führerschein hat. Vielleicht. Aber du bist ja selber erst 16. Ja, aber wenn, also... Bruh, das war der Moment, wo sie selber gecheckt hat, dass ihre komplette Logik keinen Sinn ergibt. Wir sind wirklich verloren mit diesen Leuten. Ich sehe so dieses Video auf Instagram, okay? Und die Instagram-Kommentare sind mal wieder auf einem anderen Level akkurat hier. Na, 1:1. Ey, die Instagram-Kommentarfunktion ist wirklich das Beste. Der erste Lockdown ist jetzt 3 Jahre her und ich habe aufgeschrieben, was in diesen 3 Jahren in meinem Leben passiert ist. Viel Spaß. Ich habe die Matura gemacht, ich habe 2 verschiedene Studiengänge angefangen und einen davon abgebrochen. 2 Studiengänge. Das sind ja immerhin mal schon mal 2 mehr, als ich in meinem gesamten Leben gemacht habe. Ich war 3-mal Corona-impfen und habe 2-mal Corona gehabt. Ich habe 6 verschiedene Freundeskreise verloren, 3 beste Freundinnen verloren und habe 2 Trennungen durchgestanden. Ich habe mit dem Rauchen angefangen. Ich habe 12 Piercings und 15 Tattoos stechen lassen. Ich habe mir schätzungsweise 20-mal die Haare gefärbt, aber genau kann ich das nicht mehr sagen. Mein Bodycount ist von 1 auf eine Zahl gestiegen, die ich nicht erwähnen möchte. Ich habe mich als bisexuell geoutet, glaube aber mittlerweile, dass ich pansexuell bin. Ich war 4-mal auf Akutpsychiatrien, 2-mal in psychiatrischen Tageskliniken und 1-mal in einer psychiatrischen Reha. Wow, langsam, ganz langsam. Ich habe 5 Diagnosen bekommen, bin jetzt mittlerweile in der Diagnostik für die 6. Diagnose. Ich bin in die Alkoholsucht reingefallen, habe es wieder rausgeschafft, hatte einen Rückfall. Ich war 7 Monate selbstverletzungsfrei, hatte einen Rückfall. Ich habe 13 Kilo abgenommen und 4 Kilo wieder zugenommen. Ich habe 5 Jobs gehabt, die ich alle abgebrochen habe. Ich habe 19.000 Follower auf TikTok bekommen. Ich habe ein eigenes Auto bekommen und ich bin 3-mal umgezogen, nur dafür, dass ich jetzt schon wieder bei meinen Eltern hocke. Das mit den 19.000 Followern auf TikTok hättest du echt weglassen können. Sie hat einfach in den letzten 3 Jahren mehr erlebt als ich und alle Leute, die ich kenne im gesamten Leben. Du kannst ja schon einen halben Film darüber machen. Wenn mich jemand fragt, welches Video so mein Leben in letzter Zeit ganz gut beschreibt, dann würde ich einfach das hier zeigen.
Naja, wie auch immer. Alle Leute, die keine NPCs sind, geben jetzt einen Daumen nach oben. Wir sehen uns. Peace out. Kuss, Kuss. Danke fürs Anschauen. Tschüss. Haut rein. Schönen Tag euch noch. Ciao, ciao. Tschö mit Ö. Auf Wiedersehen.